Beliebige Taste drücken. So, Hallihallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Zu einem Let's Prey möchte ich sagen. Oh, ich schreie schon wieder so arg ins Mikrofon, sehe ich gerade. Sorry dafür. Wir spielen Prey. Lang hat's gedauert, lang habe ich drauf gewartet. Endlich ist es da. Jetzt kann ich Prey spielen. Wunderbar, ich freue mich, wunderbar. Sehr schön. Ja, ich wollte es eigentlich in der Nacht schon spielen, zum 5.5. um 0 Uhr. Aber das ging leider nicht, da es erst um 6 Uhr veröffentlicht wurde. Für PC. Xbox, Playstation waren schon etwas früher dran. Die dürfen um 0 Uhr schon zocken. Aber ich leider erst um 6 Uhr. So. Ein besonderer Dank gilt noch der Eva von Bethesda, die mir meine Fragen so schön beantwortet hat. Hallo, hallo. Einmal kurz gewunken in die nicht vorhandene Facecam. Noch nicht. Ja, und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich habe schon mal kurz reingeschaut, um ein paar... Was habe ich jetzt gedrückt? Jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Nein, ich sag doch neues Spiel. Mein Apartment. Speicherplätze. Kampagnenspeicherplätze überschreiben? Jawohl. So, wie gesagt, ich habe schon mal kurz reingeguckt. Ich gehe mal auf normal, um Grafikeinstellungen zu machen und Soundeinstellungen anzupassen. Tastatur ein bisschen, ja, durchzugucken. So, hatte die gerade schon ein rotes Auge? Ja, tatsächlich, wenn man hier... Oh, jetzt hat er... Ja. Ja. Immer mal wieder ein kurzes Auge. So, ein kurzes Auge, ein rotes Auge. Wir haben die Wahl zwischen Morgan Yu und Morgan Yu. Ja, männlich oder weiblich. Ich würde mal sagen, wir spielen Morgan Yu männlich. Und klicken einfach mal drauf. Du betrittst dein Apartment. Du wachst in deinem Apartment im Jahre 2032. Wir haben 2017, ist also nicht mehr lang hin. Ob wir bis dahin schon so weit sind, wird sich zeigen. Oh, ich kann es gar nicht erwarten. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeschaut. Ich muss zugeben, ich habe mich selber ein bisschen gespoilert. Beim guten Gronk habe ich die Preview angeguckt. Ja, ist egal. Ich habe alles schon wieder vergessen. Nein. Aber trotzdem. Oh, wieder die Beliebig-Taste. So. Oh, ich freue mich. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Guten Morgen, Morgen. Ist auch gut. Oh, ich will die Musik länger hören. Oh, erstmal hier aufstehen. Oh, Sonne scheint wunderbar. So. Erstmal Mucke anmachen. Ah, nein. Oh, da ruft schon jemand an. Vorbestellerbonus. Ach ja, ich hab's vorbestellt. Danke, dass du Prey vorbestellt hast. Deine Vorbestellerboni findest du in einem speziellen Behälter in Morgens Büro. Du kannst dir die Tutorial-Nachricht auch später im Pausemenü ansehen. So, hier. Eine schicke Schrotflinte wartet dann in meinem Büro. Aber das sind wir noch lange nicht. Ein neuer Anruf. Morgen, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Der erste Tag, neues Ziel. Du hast ein Ziel bekommen. Drücke O, um dein Transcribe zu öffnen. So. Transcribe geöffnet, der erste Tag. Ziehe deine Transstar-Uniform an. Alex hat mich überzeugt. Ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Ziehe deine Transstar-Uniform an. Durch einige Reifen. Ja, ja. Ich weiß da schon ein bisschen mehr. Naja. Hier, Lampe. Ja, Licht an, Licht aus. Was ist das hier? Temperatur? Euer angenehme 20 Grad oder 20? Keine Ahnung. So. Jetzt. Was haben wir denn hier im Nachttisch? Nichts. Hier. Oh. Zeug. Und eine Anleitung zur Installation von Neuromods. Anleitung zur Installation von Neuromods. Warnung: Neuromods sollten nur unter kontrollierten Bedingungen durch zertifizierte Transtar-Techniker installiert werden. Nach der Prozedur können leichtes Unwohlsein, Schwellungen und Augenrötung auftreten. Nummer 1. Entfernen Sie den Neuromod aus dem vakuumversiegelten Behälter. Nummer 2. Drücken Sie die gummierte Okularmuschel fest gegen den Knochen der Augenhöhle. 3. Halten Sie das Auge geöffnet. 4. Drücken Sie den orangefarbenen Auslöser und halten Sie die Neuromod für 5 Minuten gegen das Auge. Autsch. Und 5. Entsorgen Sie die benutzte Neuromod im beigefügten Beutel für biologische Gefahrenstoffe. Die Mod. Ja klar, die Modifikation. Schranktür. So, was haben wir hier drin? Petersens Karton. Weg damit. Brauche ich nicht. Oh. Hm, was? Nein? Kann ich nicht? Gut. Klamotten. Ach ja, klar mit E. Nicht so. Klamotten habe ich sonst immer auf dem Bett liegen. So, liegen da ganz gut. Was haben wir hier? Handtücher. Meine Putzfrau hat hier wieder alles durcheinander geräumt. Also Handtücher gehören erstmal ins Bad. So. Alles durcheinander hier. So, meine Schuhe. Die... Gehen wir mal hier hin. So. Und was haben wir hier drin? Für die Dreckwäsche. Alte Socken. Gut. Ja. Mal kurz. Hier ist mein Apartment. Ihr seht's. Schön. Hier liegt meine Aktentasche. Die tue ich mir schon mal an die Tür stellen, dass ich sie nachher nicht vergesse. Meine Schuhe auch. Hoch. Oh. Den hier auch. So. Wunderbar. Ja, wie fängt der Morgen an? Erstmal im Bad. So. Ja. Hier. Ja, Lichter machen hier. So. Jo, da liegen noch Socken. Wer... Oh, Schrank geht auf. Wer hat da schon wieder in mein Bad rumgeräumt? Diese Putzfrau. Handtücher gehören in die Dusche. Mann. Und Klopapier gehört ja wohl ins Klo. Heißt ja auch Klopapier. So. Du auch. Rein mit dir. Na, will nicht. So. Jetzt noch mehr Handtücher. Alle in die Dusche. Was ist das? Brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. So. Schrank soll leer sein. Du auch. Weg. So. Gut. Dann ist erstmal Zeit zum Duschen. So. Kann man anlassen. Braucht kein Mensch. Tür machen wir zu, Licht lassen wir auch an. So habe ich das gern. So, erstmal hier gucken. Es ist Montag, der 15. März 2032. Bei 82 Grad kochend heißer Temperatur. Nein, natürlich Fahrenheit. Keine Celsius. Warum steht hier schon wieder der Becher? Da gehört er hin. Huch. Und wer hat mit meinem Gamepad gespielt? Das liegt doch immer hier auf dem Sofa. Auf dem Sofa. Oh, und das Kissen? Das gehört hier sowieso nicht hin, das gehört zum Bett. So. Gut. Oh, ein Bild. Mhm, da sind wir. Rechts. Dann unser Bruder Alex. Und wahrscheinlich Mutti und Vati. Die konnte ich noch nie leiden. So. Die steht sowieso anders, die steht hier unten. Was ist das hier? Im Zeuge des... Was? Fermi-Problems? Im Zuge des Fermi-Problems. Auszug aus einem Buch über die Existenz außerirdischer Intelligenz von Dr. Robert James III. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt, viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebenswesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heutigen vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? So, schön. Hier gibt es noch mehr. Prinzipien der Neurowissenschaft, Bewusstsein, das Feuer und so weiter. Die Lampe steht normalerweise hier auf dem Stuhl. War ich mir ziemlich sicher. Ich bin etwas verwirrt heute Morgen. Ich weiß auch nicht. Lag wahrscheinlich an dem Wein gestern. Oh, hier gibt's noch mehr Wein. Her damit. Sekt. Oh, okay. Eine wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Okay, das muss ich jetzt nicht alles durchlesen hier. Eine Notiz. Herzlichen Glückwunsch, Morgan. Alex. Okay, warum Glückwunsch? Was habe ich denn gewonnen? So, erstmal einen Kaffee machen hier. Hoch. Bin etwas zu stark heute Morgen. Hier steht noch eine Tasse. So, die tolle Transstar-Tasse. So. Naja, egal. So, Schrank. Was haben wir hier? Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Nein, das lesen wir nicht. Was ist das denn da? Ey, es schiebt mich weg. Geh weg da. So. Das steht da besser. So, Post. Kann ich nicht nehmen. Oh, schön. Gemüse. Gemüse, sage ich. Mein kleiner Kräutergarten. Wunderbar. So. Was wollte ich noch tun? Genau. Den Kühlschrank putzen. Und alles, was da drin ist, rausnehmen. So. Gut. Kühlschrank geputzt. Was haben wir hier im Schrank? Nix. Oh, da haben wir ein bisschen was drin. Was war denn das? Glucasist. Was ist Glucasist? Kenne ich nicht. So, Wasser können wir auch benutzen. Wunderbar. Können wir die Gläser mal abspülen hier. Wenn wir sie nicht kaputt machen. Hm. Ich will gern das Glas ins Waschbecken haben. Geht nicht. Treffe ich nicht. So, die Kelle, die habe ich normal immer am Bett liegen. Genau. Und für morgens, wenn man Durst hat, ein Glas ans Bett. Und noch eins. So. Bin ich heute etwas verpeilt? Ich glaube schon. Irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander. Pfeffermühle gehört natürlich auf den Esstisch. Zu den Büchern. Okay. Hier. Ich weiß gar nicht, was ich alles in meinen Schränken habe. Das ist zu hart hier. Seife. Ins Bad. Oh, die Tür ist zu. Naja, egal. Und das hier ist Spülmittel, das bleibt hier in der Küche. Hopp. Na. Ich muss zum Basketballtraining. Hopp. So, gut, prima. Noch eine Kelle. Die gehört auch zum Bett. Ich weiß nicht warum, aber ja. Im Herzen des Woks. Ein Kochbuch. Das Zubereiten des Gerichts, eines Gerichts mithilfe des Woks ist eine ehrfurchtgebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Schön. Ja. Tee wollen wir trinken. Hier. Ah, da ist ein Tisch. Gut. So, Tee zum Tisch. Okay. Was hatte ich noch vor? Ach ja, genau. Hier mal für Ordnung sorgen. Das ganze benutzen Schlamassel. Ey, hast du mich angesprungen? Weg mit dir. So, was haben wir hier? Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Braucht kein Mensch. Warum steht das hier? Alle ab. Oh, abgerannt. Hier ist mir viel zu viel Zeug auf dem Tisch. Weg, weg, weg. Braucht Platz zum Arbeiten. Weg mit dir. Weg mit euch. Ja, diese blöden Ordner. Überall liegen die Ordner rum. Kabelwerkzeug. Oder was? Ausgefranztes Kabel. Ah, eine Batterie. Die war da hinten. Oh, und wer hat schon wieder die Pizza rumliegen lassen? Ah. Weg damit. Oh, mein Lötkolben. Den wollte ich eh mal ins Bad bringen. So. Hier. Da steht er gut. Am Waschbecken. So, was haben wir hier noch? Kann man die auch nehmen? Ja, die kann man auch nehmen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier mal wieder Platz auf dem Tisch. So lobe ich mir das. Du auch noch weg. Und ihr auch. So. Weg. Und weg. So, Stuhl. Ich stehe lieber. Weg. Huch. Weg. So, hier ist noch eine Flasche Wein. Die hat hier auch nichts verloren. Ab in die Küche. Und Tesa. Oh, ein schöner Tesa. Holzabroller. Oh, der ist schön. Der gefällt mir. Den tue ich hier in den Schrank. Oh, geil. Das hat auch noch keiner hingekriegt. Nice one. So, die Lampe, das stört mich eh. Weg damit. Und du, weg. So. Elektronik leicht gemacht. Auszug aus dem Vorwort von Elektronik leicht gemacht von Antoniette Sokol. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digitalelektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen, einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison Thomas Edison einst so schön gesagt: Zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Genau, den Haufen Schrott haben wir schon entsorgt. Liegt alles hier unten. So, jetzt gucken wir mal hier ein. Na ja. So, Morgan Yu, erstmal reingucken. Die Arbeitsterminals der Transfer-Angestellten enthalten oftmals nützliche Informationen, Dateien und Programme. Drücke T, um mehr zu erfahren. Nö. So. Ah, gratuliere und willkommen. Hallo Morgan. Hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Heute ist Montag, der 15. März. Ja, genau. Was? Doch, tatsächlich. Es ist schon 7:08 Uhr. Ich glaube, ich komme zu spät. Naja, egal. Ich habe Zeit. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker, Personalabteilung. Forschungsstation Talos 1. So, Lieferung. Hallo, ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und eine Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann. Bereit? Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Ja. Sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und ich soll auf dich hören. Also, so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert und von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Bis dann. Bis bald morgen. Alex. So. Gut, lassen wir mal offen. Ja. Halt, Moment, komme ich da nicht? Doch, hier komme ich zurück. Gut, 0 Dateien, 0 Programme. So, ist in Ordnung. Also, der gute Alex, der kümmert sich um uns, schreibt uns die ganze E-Mail voll. Und ja, wo ist der Neuromod? Das ist die Frage. Das würde mich mal interessieren. Ziele, Inventar, Daten. Oh, das habe ich jetzt alles schon. Audiologs, Forschung. Keine Forschung, keine Audiologs, E-Mails. Na toll, warum gehe ich da an den Rechner, wenn das alles hier ist? Okay, ich finde kein Neuromod. Keine Neuromod. Die kriegen wir bestimmt noch. Oh, wunderschöner Ausblick hier. So, es ist schon spät. Wir wollen dann mal zu unserem Gebäude. So, jetzt sieht es nämlich hier schon wieder wohnlicher aus. So habe ich es gern. So lebe ich immer. Der erste Tag. Zieh deine Trainstar-Uniform an. Machen wir doch gerade mal. Schön in Leder gehüllt. Wunderbar. So. Schuhe nicht vergessen. Habe ich an. Es liegen zwar hier noch welche, aber die sind dann für später. Kommen zurück in den Schrank. Auch. So. Nehme ich meine Tasche. Ach. Da gibt es bestimmt eine Kantine. Weg damit. Gut. So. Wir sind im Flur meines Hotels, meines Apartments. Also nicht des Apartments, sondern des Dingens hier. Oh, schön. Oh, hallo Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Wunderbar. Ich weiß, ich soll nicht mit den Schuhen auf die Bank. Ist mir egal. Hier ist eh nicht geputzt. Sieht aus wie Sau. Mit Schleifspuren in den Raum rein. Wer auch immer das war. Guten Morgen, Mr. Yu. Guten Morgen. So, was ist hier los? Hier, wir wohnen in der One West, in der 63. Avenue, im Tower B. Notice from Building Management, water pressure issues have been identified and are being resolved. We apologize for any inconvenience this may have caused. So, da kümmert sie sich wohl gerade drum. Patricia Varma. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Oh ja, genau. Sie müssen den Aufzug nehmen. Was machen Sie denn da? Den Gang runter. Aber das wissen Sie bestimmt. Richtig. Vermute ich. Ich wohne ja auch hier. Ich gucke nur, was Sie da machen. Werden Sie sich nicht verspäten? Nö, nö. Die warten auf mich. Sie sollten weitergehen. Warum? Sie bringen mich in Schwierigkeiten. Das guckt doch keiner. Ich will doch nur gucken, was sie da machen. Wir können nicht mehr reden. Okay, also irgendwann wird sie pampig. Dann lassen wir das jetzt mal. Dafür klaue ich ihr die Lampe. So. Die ist sehr laut. So. Die brauche ich für Forschungszwecke. So. Mal eben die Lampe geklaut. Gut. Blöde Kuh. So. Floor 45. Wir sind ganz schön hoch oben. Fahrstuhl. Hallo MU. Oh, der Fahrstuhl kennt mich. Ja gut, ist ja auch hier mein Stock. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Dach. Und zwar in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Oh, ich muss mal echt das Mikrofon ein Stück weiter weg tun. Ich schreie euch hier die Ohren voll. So ist, glaube ich, besser. Wie gesagt, wir gehen aufs Dach in der nächsten Folge. Und bis dahin, bleibt mir gewogen, schaltet wieder ein morgen zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.